Hier kommt für Sie die Startnummer 8 von 0 auf 3. Peter Petrell. Es schmerzt mich zutiefst, immer wieder zu erleben, wie sich die Leute wie Fehler anderer aufregen, ohne jedoch ihre eigenen Schwächen zu erkennen. Ich aber bin in mich gegangen und ich habe einen Fehler gefunden und werde jetzt schonungslos Selbstkritik üben. Oh Mann, ich bin viel zu bescheiden, dabei kann ich das gar nicht verstehen. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, etwas Besseres hab ich nie gesehen. Man sagt ja, nobody is perfect, doch scheint mir das zu allgemein. Denn wär ich nicht viel zu bescheiden, würde ich einfach vollkommen sein. Mit dem Mädchen, das hingebungsvoll an mir hängt. Und das, weil mich alle Frauen lieben, entmutigt ins Kloster geht. Ich könnte mir eine andere suchen, doch würde ich mir lieb verteilen, ein Heer von Frauen zu enttäuschen, um für eine der Größten zu sein. Oh Mann, ich bin viel zu bescheiden, dabei kann ich das gar nicht verstehen. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, etwas Besseres habe ich nie gesehen. Man sagt ja, nobody is perfect, doch scheint mir das zu allgemein. Denn wär ich nicht viel zu bescheiden, würde ich einfach vollkommen sein. Ja. Ich habe auch eine Karriere als Hollywood-Star abgelehnt, weil sonst ein Jürgen Markus doch nie mehr eine Mark verdient. Was könnte aus mir alles werden, wenn ich nicht so bescheiden wär? Ich geb meinen Namen für Straße und mein Abbild für Briefmarken her. Oh Mann, ich bin viel zu bescheiden, das gar nicht verstehen. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, etwas Besseres hab ich nie gesehen. Man sagt ja, nobody is perfect, doch scheint mir das zu allgemein. Denn wär ich nicht viel zu bescheiden, würde ich einfach vollkommen sein. Peter Petrell von 0 auf 3 und Startnummer 8. Herr Petrell, man bedankt sich. Das meiste, so sagt er selber, sei ernst gemeint.